Bewahrst du Geheimnisse? Total. Dann könnte ich dir, wenn ich es wollte, ein Geheimnis anvertrauen. Ja, Sir. Ich werde jetzt eine Blase machen. Sie werden eine Blase machen? Die bläst dich vom Hocker. Sie sind Captain Man! Das ist richtig, Henry. Sekunde. Du Wangenverschluss! Klimmt dann dauernd! Au, das war meine Haut! Ich glaub's nicht, dass ich tatsächlich mit Captain Man spreche. Wieso? Bist du ein Fan? Magst du mich? Die meisten mögen mich, aber nicht alle. Ja, ich bin ein Riesenfan. Oh Mann, das erzähle ich gleich Jasper. Der wird ausflippen, wenn ich ihm schreibe, dass ich allen Ernstes mit Captain... Ah! Sorry, aber du darfst das leider keinem erzählen. Okay, aber... Mussten die gleich mein Handy braten? Ich schenk dir ein neues. Wirklich? Nein. Ich brauche Hilfe. Und irgendwann muss irgendeiner diesen Job für mich übernehmen. Einer wie ich? Was sagst du, Henry? Willst du mein Sidekick sein? Sie bezahlen wie viel? $9 die Stunde. Wow! Irre, oder? Oh. Oh. Leg die linke Hand auf die rechte Lunge und sprich mir nach. Ich, Henry Hart. Schwöre, ich werde ein super Sidekick für Captain Man. Und ich verrate niemals irgendwem, dass ich Captain Mans geheimer Sidekick bin. Du hast einen niemals vergessen. Niemals. Dann sei es so. Fühlt sich cool an. Es gibt Leute im Jandy River, die auf Rettung warten. Komm mit! Du meinst, wir gehen dahin? Zusammen, wir beide jetzt sofort? Ja, geh unter deine Röhre. Bereit? Wofür? Rauf die Röhre! Warte, ich weiß nicht, wie ich... Husch! Klopf auf deine Gürtelschnalle! Rauf die Röhre! Jetzt fragen wir uns natürlich, wer ist dieser Kid Danger? Hey, Henry! Hast du den Job? Ja. Hatte gerade meinen ersten Tag. Und, wie war's? Es war ziemlich... interessant. Wieso schnüffelst du mich ab? In den Nachrichten habe ich gehört, dass Captain Man und Kid Danger ein Feuer gelöscht haben in einer Sirupfabrik. Oh, ehrlich? Ja. Und dein Haar riecht nach Sirup. Tatsächlich. Ich wüsste gern, wieso. Vielleicht bist du ja Kid Danger. Was? Kid Danger... Schön wär's. Das wär ein Knaller. Ich mein, oh ja. Und dann bist du wohl Beyoncé. Henry. Okay. Es ist wirklich wichtig, was ich dir jetzt erzählen werde. Dass du Kid Danger bist, oder was? Halt die Klappe! Ich bin Kid Danger. Das weiß ich schon. Ich hab's rausgefunden. Dann versprich mir einfach, dass du's ja keinem sagst. Ich versprech's. Nein, du verstehst das nicht. Ich hab ein Eid abgelegt. Nie irgendwem zu erzählen, dass ich Captain Man's Sidekick bin. Ich schwör dir, ich werd's nicht weitersagen. Danke. Ich erzähl's Jasper. Was? Nein! Captain Man hat dich wirklich gefeuert? Aber dass ich rausgefunden habe, dass du Kid Danger bist, war nicht deine Schuld. Ist doch Schnuppe. Ich habe mein Eid gebrochen. Du musst das wieder hinbiegen. Wie denn? Keine Ahnung. Aber du findest die Antwort sicher nicht am Grund einer Flasche Schokosoße. Das weiß ich erst, wenn ich da gesucht habe. Jasper hat recht. Womit? Ich war ein mieser Kid Danger. Ich konnte Captain Man nicht mal helfen, den Telefonhai zu fangen. Ich fühle mich grauenhaft. Ist alles cool.
Ich hab ja noch mein Jazz. Was geht hier vor? Siehst du den Kerl da beim Bräutigam? Was? Um diese beiden jungen Leute, Shirley und Laura, den mit den abgefahrenen Zähnen? Ja, das ist der Telefonhai. Oh. Wow, sieht gar nicht so aus wie er. Das ist er aber. Tu jetzt Captain Man einen Gefallen und schnapp dir den Telefonhai. Kid Danger? Kaugummi, ernsthaft? Hm. Guckt jemand zu? Nein, wieso? Wow! Wie passt das ganze Kostüm in einen winzigen Kaugummi? Jetzt, warte hier, okay? Ich frage dich, nimmst du Shirley? Ihn hier, Claude, zu deinem dir angetrauten Ehemann, in Krankheit und Gesundheit. Hey, herzlichen Glückwunsch! Was gibt's denn? Das ist doch Kid Danger. Genau, Danger. Junger Mann, diese Hochzeit ist noch nicht vorbei. Ich weiß. Ich wollte bloß diesem glatzköpfigen Typen mein brandneues Handy zeigen. Es wurde noch nie zerbissen. Komm schon! Ja! Willst du nicht reinbeißen, hä? Komm schon, hier! Fantastisch, der Geruch nach neuem Telefon! Ja, ja! Komm schon! Komm schon! Gib es mir! Fang's doch! Vor, wir sagen einfach Jasper, dass ich Kid Danger bin. Das war charmant. Nein! Nein, 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 nichts da! Und wieso nicht? Was kann schon als Schlimmstes passieren? Das Schlimmste wäre, wenn Jasper es überall rumerzählt und dann alle Welt weiß, dass Henry Kid Danger ist. Dann werden üble Typen ihn verfolgen und rausbekommen, wo die Manhöhle ist. Dann wissen sie, wie sie an uns beide rankommen und können den ganzen Laden in die Luft jagen. Und dann werden sie rausfinden, wo Henry wohnt und das bringt ihn und seine ganze Familie in gewaltige Gefahr. Okay, aber abgesehen davon... Niemand, weder Jasper noch irgendjemand sonst darf erfahren, dass Henry Kid Danger ist. Und wenn ich verspreche, dass er das Geheimnis für sich behält? Du kannst es nicht garantieren. Na schön, wieso testen wir da nicht einfach Jasper? Dann wissen wir es. Ja, gut. Wovon redet ihr hier bitte? Wir erfinden ein spannendes und sagen wir mal pikantes Geheimnis. Ja. Und wenn Jasper das dann während einer ganzen Woche für sich behält, wissen wir können ihm vertrauen. Was sagst du? Okay. Aber ich darf mir das Geheimnis ausdenken. Klar. Deal, warum nicht? Na schön. Und welches Geheimnis verraten wir ihm? Dass du und Henry, dass ihr beide ein Liebespaar seid. Wieso habt ihr mich zum Essen eingeladen? Was heißt denn hier wieso? Freunde brauchen keinen Grund, um einen Freund zum Essen einzuladen, stimmt's? Schätze schon. Allerdings haben wir sehr wohl einen Grund. Es gibt einen Grund. Aber zuerst, guck mal, dein Lieblingsessen. Erbsen und Fischstäbchen. Ja, setz dich. Es gibt da was wir beide dir unbedingt erzählen wollen. Aber zuerst musst du uns versprechen, du musst uns schwören, dass du dieses Geheimnis niemandem verraten wirst. Keine Sorge, ich kann Geheimnisse wahren. Kannst du? Ja, ich habe Charlotte nie erzählt, dass du ihren Goldfisch umgebracht hast. Was? Du hast das gerade nicht gesagt! Du hast Nemo umgebracht?
abschweifen! Okay, und jetzt wollen wir dir ein Riesengeheimnis verraten. Aber du musst unbedingt schwören, dass du es keinem verraten wirst. Wirklich niemandem. Ich schwöre es, bei Nemos Grab. Red nicht immer wieder über Nemo. Ich glaub's einfach nicht, du hast ihn ermordet. Ich hab ihn gekritzelt, da bekam er einen Herzinfarkt. Es war nicht meine Schuld. Charlotte und ich, wir beide sind ein Paar. Du? Sie? Du und sie? Du und er? Na! Was? Es ist wahr. Ihr habt Dates und so ein Zeugs? Ja, genau. Wir sind super verliebt. Wow! Ich weiß, du hast ein Geheimnis. Und wenn du willst, dass ich dir den Eimer verkaufe, solltest du besser endlich mal reden. War das Geheimnis, Kumpel? Nicht zusammenbrechen, Jasper! Ich werde dir mein Geheimnis auf keinen Fall verraten. Das ist ein simples Geschäft und nichts weiter. Meine 60 Dollar für Tutanchamuns Eimer. Kein Deal. Komm schon! Ich sag dir was. Du kriegst ihn sogar umsonst. Umsonst? Ja, verrat mir nur dein kleines Geheimnis. Oh Mann, das ist heftig. Müssen wir echt all die Glühbirnen rausschrauben und wieder reinschrauben? Nein, scht. Na, was sagst du, mein Sohn? Eimer gegen Geheimnis. Sekunde. Ich verrate dir mein Geheimnis auf keinen Fall. Ja, tapferer Junge, Jasper. Warte hier, ich komme gleich wieder. Na schön. Ich habe hier ganze 100 Dollar und ich möchte... Stopp. Du kriegst ihn für 10 Mäuse. Für nur 10 Dollar? Warum ist er mit dem Preis runtergegangen? Das ist zu wenig für so einen Eimer. Was ist? Kaufst du den Eimer? Aber ich verrate dir nicht mein Geheimnis. Ist doch nicht nötig. Henry und Charlotte haben es mir eben selbst erzählt. Wirklich? Sie haben dir echt verraten, dass sie ein Paar sind? Nein, aber das hast du gerade getan. Nein! Verflixt! Ich hab recht und ihr liegt falsch. Ich hab recht und ihr liegt falsch. Ich hab recht und ihr liegt falsch. Jetzt schalt schon den Ton ab. Ich versuch's ja. Ich hab recht und ihr liegt falsch. Ich hab recht... Lass mich mal sehen, ja? Ich seh's mir zuerst an. Hey, ich bin Captain Man. Das ist mein Handy. Das ist mein Handy. Sehen wir es uns zusammen an. Sehen wir es uns zusammen an. Oh, gute Idee. Videos. Piper nervt schon wieder wegen dem blöden Bild von ihr und Marla. Dann schick ihr schon das Bild, damit sie uns nicht immer wieder unterbricht. Ja, ist gut. Nein. Nein, 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 das habe ich gerade nicht gemacht. Nein, nein, nein. Kate, was ist Henry, los? Henry, was? Was, meine Frisur? Ich habe das Video Piper geschickt. Willst du gefälligst aufhören, mir über die Schulter zu gucken? Das habe ich doch gar nicht getan. Wieso lungerst du schon wieder in der Küche rum? Weil... Ich mach mir eine Suppe. Okay, fein. Dann mach dir eine Suppe. Mach ich auch. I got a secret that I'm trying to keep. It gets out, then I'm trouble deep. Locked up, running out of time. Staying focused, can't afford to lose my mind. There's some things you should never see. So watch your back, move carefully. One day I'll be in the clear. But tell me how to ever end up here. Keep it on the low, keep it undercover. Keep it on the low, yeah, keep it undercover. Keep it on the low, keep it undercover. Keep it on the low. And don't blow my cover. No.
Yeah, keep it undercover. Keep it on the low. Keep it undercover. Keep it on the low. Yeah, keep it undercover. Yeah, mein neues Telefon ist fertig. Hey, Henry, wann hast du mir ein Video hier ihr neues Handy, aber sie ist direkt hinter mir. Schnell, löscht das Video, in dem Ray und ich uns verwandeln. Wieso hast du das denn nicht schon zu Hause gemacht? Ich hab's ja schon auf ihrem Handy gelöscht, aber wie löscht man was in der Cloud? Niemand weiß, wie Sachen in der Cloud gelöscht werden. Die Cloud führt ein Eigenleben. Okay, gib mir eine Sekunde. Henry! Oh, Herrje, sie kommt. Nimm dich in Acht, Kid, sie wird dich auffressen. Okay, ich lenk sie ab. Und du versteckst dich, bis du das Video aus der Cloud gelöscht hast. Geht klar. Hey, Piper! Ich zerklopp dich in zwei Hälften! Oh. 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 Okay, fang mich an! Ja. Das ist gut, ist ja gut! Wo ist mein Handy? Piper! Gib mir mein Handy! Hey, hier ist das Telefon! Danke! Ich hab mein Handy gefunden, ist das deins? Klar ist das meins, du freakiger Ärger! Okay, und jetzt löscht das bescheuerte Video in deinem Telefon, damit nie wieder so ein Problem auftreten kann. Ja, geht klar. Warte! Wir hatten noch keine Chance, uns das Video anzusehen. Oh, ja. Gucken wir es uns nur einmal an. Ja, ich will wissen, wie wir aussehen, wenn wir uns verwandeln. Okay, hier. Moment, warum sehen wir Charlotte? Lasst uns ein Video drehen, in dem wir cool aussehen. Oh, das reimt sich. Charlotte? Wieso hattest du die falsche Kamera an? Du hast ja gar kein Video von uns gemacht. Du hast nur ein Video von dir selbst gemacht. Dann hatte Piper auf ihrem Handy gar kein Video von uns, wie wir uns verwandeln. Tja. Ja, richtig, Henry. Ich kenne dein Geheimnis. Komm schon, Henry. Wie lange glaubst du, kannst du ein derartiges Geheimnis vor deinem besten Freund verbergen? Charlotte weiß es. Ich meinte mich! Oh, richtig. Ich dachte bloß... Warte, Charlotte okay, weiß es. Okay, hör zu. Du darfst das nie irgendjemandem verraten. Niemals. Als mein Freund, versprich mir, dass du das niemals irgendeinem verrätst. Na, wenn wir so gute Freunde sind, wie kommt's dann, dass ich die Wahrheit über dich auf der Straße rausfinden musste? Na, weil... Das sind auch keine Wörter! Da! Ich wollte es dir ja sagen, aber ich konnte... Ich will jetzt keine dämlichen Entschuldigungen hören. Nein, ich will nur, dass du verstehst, wieso ich... Naja. Das muss ich jetzt wohl auch nicht mehr verstecken. Hey, ich bin's. Hey, Kid, wir haben einen Notfall. Ja, ganz genau. Die Malachi-Brüder sind aus dem Gefängnis ausgebrochen und auf dem Weg zum Demolier-Derby. Okay, ich komme in die Manhöhle. Nein, ich springe in den Mancopter und hol dich auf dem Weg ab. Okay, mach das. Das war Captain Man! Als Hologramm! Er hat dich angerufen! Ja. Aber ich versteh's nicht. Wieso sprichst du mit einem Hologramm von Captain Man in deiner eigenen Uhr? Ja... Weiß auch nicht, wie es funktioniert. Aber Schwartz, frag ihn. Was ist ein Schwartz? Warte, was ist das? Ich blase jetzt eine Blase. Du bläst eine Blase? Und die bläst dich weg.
sehe ich aus. Gut. Jasper hat die Nachricht geschrieben. Ich weiß. Was? Hi, Jasper. Wieso steht Jaspers Mund so weit offen? Und wieso siehst du aus, wie du aussiehst? Wo, Jasper? Du bist Kid Danger! Ja, das weißt du doch. Du hast mir doch diese... Oh. Jasper ist eingeschlafen. Nein, er ist ohnmächtig. Wieso? Weil er nicht wusste, dass du Kid Danger bist. Er dachte, dein Geheimnis wäre, dass du ohne ihn in dem Film Galaxy Wars 10 warst. Wie hat er das denn rausgekriegt? Ist doch Schnuppe! Du hast gerade Jasper gezeigt, dass du Kid Danger bist! Ah, verflixt! Was sollen wir denn jetzt tun? Ich, da! Das ist Ray! Ich weiß, das ist Ray! Hey! Hey, ich bin's, Ray! Das sehe ich selbst! Die Cops haben die Malachi-Brüder verhaftet. Kein Notfall mehr. Es gibt vielleicht noch einen. Na, was meinst du? Komm am besten her. Mit dem Gedächtnislöscher. Ich hab's getan. Tut mir leid, Captain Man und Kid Danger, aber ich fürchte, ihr seid jetzt meine Marionetten. Und ich bin der Puppenspieler. Weg hier, weg hier. Wisst ihr, Jungs, der Weltrekord für das größte Publikum, das sich einen Livestream ansieht, liegt bei 9,8 Millionen. Und ich hab vor, diesen Weltrekord zu brechen. Mit einem Livestream-Video, in dem ihr beide ein paar unerhört lächerliche, peinliche Dinge vorführt. Toller Plan. Ist das alles? Ich bin so froh, dass ihr diese Frage stellt. Um sicherzustellen, dass unser Publikum so groß wie möglich ist, verspreche ich jedem Zuschauer eine Überraschung. Was für eine Überraschung ist es? Ein Augenblick, ja? Du weißt schon, was es ist! Euch erzähle ich es auf jeden Fall. Beim Erreichen von 10 Millionen Zuschauern reißt ihr beide euch die unvorteilhaften Masken vom Gesicht und legt der Welt eure wahre Identität zu Füßen. Hey, können wir uns zum Abendessen eine fette Henne machen? Ja, und ja! Und jetzt haben wir ein bisschen Vor-Livestream-Spaß. Mögt ihr eigentlich Musicals? Also, aufgepasst! Three little mates from school are we. Bert is a schoolgirl, well can be. Filled to the brim with girlish glee. Three little mates from school. Everything is a source of fun. Nobody's safe, but we care for none. Life is a joke that's just begun. Oh, three little maids who all unwary come from a lady seminary, free from his genius tutelary. Three little maids, three little maids from school. Zeit für fette Henne, Zeit für fette Henne, Zeit für fette Henne. Nachher! Okay, Fanboys und Girls, amüsiert euch mit diesen beiden Leckermäulchen. Aber es bleibt dabei, sobald wir die 10-Millionen-Marke erreichen, lassen Captain Man und Kid Danger ihre Masken fallen und dann offenbaren sie uns, wer sie wirklich sind. Was machen wir jetzt? So wird Frankini die beiden zwingen, sich preiszugeben. Ich weiß. Hol den Topf Creme und polier mir die Glatze. Was? Wieso? Dann kann ich mich konzentrieren. Los jetzt! Okay. Nein, reib in Kreisen. Okay. Uhrzeigersinn. Ja. Leute, ich meine es vollkommen ernst. Ihr solltet jetzt nur noch eins livestreamen. Und das ist er hier, ganz allein. Denn wenn ihr uns nicht zuseht, verpasst ihr den Sitzsturm. Oh mein Gott, wir sind fast bei 10 Millionen. Ha!
Frankini hat 9,99 Millionen Zuschauer. Nein! Verdammt! Hey! Hört auf, euch Frankini anzuschauen! Seht ihr nicht dieses übergreife, gewaltige Ding? Sagt's euren Freunden! 9.999.999 Jungen! 10.000! Millionen! 10.000 Millionen! 10 Millionen! Okay. Oh mein Gott! Geschafft! Ich bin der allerbeliebteste Livestreamer im ganzen World Wide Web! Ich meine, ihr streamt mich! Oh ja, 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 ihr streamt mich! Oh ja! Ich danke euch! Jetzt geht's los! Und jetzt, so wie versprochen, wird es Zeit für Captain Man und Kid Danger, ihre Masken abzulegen. Sie lassen jetzt die Masken fallen. Ich bin fast fertig. Um was zu tun? Um den Strom in ganz Fairview abzuschalten. Was? Wozu? Na, weil, wenn kein Strom mehr in der Leitung ist, wird der Stormitron nicht mehr funktionieren. Aber, echt clever. Nein! Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, kein Strom. Was? Was hast du angestellt? Ich überhaupt nichts. Nein, nicht bestrafen. Gomer! Gomer! Geht alles klar? Ja, ich denk schon. Zeig's mir, wo waren deine Hände? Meine Zunge schmeckt nach Wurm. Ja, meine auch. Du Schwachkopf, wo ist der Stecker? Das hab ich selbst gesagt. Das war alles so gut. Wir haben uns wieder voll unter Kontrolle. Gut, runter mit den Frankini-Klamotten, bevor es wieder Strom gibt. Genau, erst mal eine Blase und wieder ins eigene Beinkleid. Das hat keinen Reim. Los, blase eine Blase, der Reim kommt später dran. Nein, bitte nicht! Voll im Eimer! Wie hast du das bloß hingekriegt? Oh mein Gott! Hier passiert was! Wo sind meine Frankini-Bottoms hin? An deiner Stelle würde ich mir um den Frankini-Hintern Sorgen machen. Oh. Hallo Leute! Hi, ich bin's, Rick Trittler. Wie geht's dir denn? Wie es mir geht? Wir werden dich gleich besuchen! Jungs, das ist eine Videobotschaft. Er hört euch nicht. Jasper, das weiß ich. Ich wollte nur sehen, ob ihr das auch alle wisst. Okay. Ihr seid nicht gut auf mich zu sprechen, weil ich Kid Dangers Superkraft geklaut habe, die hier drin ist. Aber ihr habt jetzt andere Probleme. Zum Beispiel, wie soll ich es nur sagen? Beschützt Kid Dangers Familie, denn ich habe ein paar Schläger hingeschickt. Oder sollte ich lieber sagen, dass ich die harten Jungs zu Henry Harts Haus geschickt habe? Woher kennst du meinen richtigen Namen? Wisst ihr, also wenn er mich hören könnte, würde ich ihn das fragen. Aber ich weiß, dass er es nicht kann. Also, los, alle verschwinden! Wieso bewegt sich hier niemand? Wieso sollen wir verschwinden? Weil ihr alle in Gefahr seid. Wieso denn? Tja, ihr lauft nämlich Gefahr, ein Wochenende im Hotel Staines zu verpassen. Oh. Das weiß ich ja nicht. Und mein Boss bezahlt euch eine Suite. Nein, das ist ja super toll. Und zwar mit Gartenblick. Das ist doch toll. Das ist großartig. Ja, ja, genau. Dann wollen wir mal los. Okay, raus mit euch. Und beeilt euch. Hey, wieso geht ihr denn jetzt nicht raus? Wir müssen packen. Ihr habt keine Zeit zum Packen. Ihr müsst jetzt weg. Ach, doch, ist echt eine super Idee. Ihr müsst packen. Okay. Ich nehme den vorderen. Okay, ich nehme den hinteren. Okay, Kumpel. Hör mal. Kerle wie dich esse ich zum... Au! Alles
okay, Kid? Ist nur nicht so leicht ohne meine super Kräfte. Hey, ich hab was für dich. Henry? Ab in den Kühlschrank mit dem Kerl. Oh, das ist witzig. Ach, wo ist denn meine Zahnbürste? Vielleicht im Badezimmer? Gib mir eine Sekunde. Das ist das Puzzle von meiner Schwester. Nein, das war das Puzzle von deiner Schwester. Genau das sagte ich gerade. Und habe ich recht? Nein. Henry, da ist jemand an der Tür. Ja, ich gehe schon, Henrys Mom. Nein, danke. Wir essen keine Kekse, kleines Mädchen. Kumpel, das ist heute aber echt anstrengend für dich. Ja, ich bin's einfach nicht gewöhnt ohne meine... Würde? Nein. Seife? Nein. Heldentat. Meine Superkraft. Henry, pack meinen Koffer. Danke. Gut, dass deine kleine Schwester dir geholfen hat. Sie ist auch die Einzige, die hätte helfen können. Hey, ganz locker, Professor. Ah, Charlotte. Lass die Mailbox rangehen. Was? Warum ignorierst du dauernd Charlotte, hallo? Wir haben die Biene. Komm zur Manhöhle, verstanden? Okay, klick. Klick. Charlotte hat die Biene, gehen wir zur Manhöhle. Warte, halt. Was gibt's? Ich glaube, hier ist noch einer. Wo denn? Ah, sehr gut, Alter. Danke. Bist du der Letzte? Ja, bin ich. Willst du lieber wegrennen? Ja, ich will nach Hause. Okay, los. Dankeschön. Ja. Wie geht's in der Manhöhle so, Freunde? Twiddler! Wolltest du mich durch den Computer umbringen? Nein. Doch, wolltest du. Du hattest doch deine... Was willst du, Twiddler, ha? Etwa noch mehr Schläger zu mir und Henry schicken? Die sollten nur ablenken und weiter nichts, weil ich Zeit gebraucht habe für meinen wahren Plan. Ach ja? Und was hattest du vor? Hä? Wolltest du ein Witz sein? Wenn ja, hat deine Mission geklappt. Ja, der war gut. Oh Mann. Nein, es geht um den Plan, von dem ich euch schon in der Fabrik erzählt habe. Ah, da habe ich nicht zugehört. Ich habe dich viel gesäppt, oder? Wisst ihr noch? Der lebendige Computervirus, den ich erfunden hatte. Oh nein! Du Monster! Jetzt hör auf damit, Alter. Eine nicht witzige Neuigkeit. Kid Danger hat sich heute, als er mit Captain Man gegen einen Schurken gekämpft hat, und zwar mit Dr. Karate, dummerweise den Arm gebrochen. Du hast dir den Arm gebrochen? Das wollte ich euch ja erzählen. Durch einen harten Karateschlag hat er mir den Arm gebrochen. Du hättest deine Superkraft bestimmt gern wieder zurück. Ja. Ja, denn mit deinen superschnellen Reflexen wärst du doch in ein paar Minuten weg gewesen. Okay, schon kapiert. Das ist ja echt übel. Ist doch nur ein gebrochener Arm. Wir schneiden ihn ab, dann wächst er wieder nach. Was? Nein. So funktioniert das aber nicht. Na ja, richtig. Das geht nur bei Seesternen. Hör zu. Eins ist natürlich dumm. Wenn ganz Swellview schnallt, dass Kid Danger sich den Arm gebrochen hat und Henry Danger dann auf einmal mit gebrochenem Arm rumläuft, dann kann jeder Trottel zwei und zwei zusammenzählen und weiß, dass er Kid Danger ist. Nein, keine Sorge. Ich glaube nicht, dass jemand zwei und zwei zusammen... Ich habe zwei und zwei zusammengezählt. Ach, wirklich? Ja, nach einem bestimmten Jungen sollte man suchen. Und er muss so groß wie Kid sein.
Und er muss auch genauso alt sein. Und wenn dieser Junge auch einen gebrochenen Arm hat, dann wäre es möglich, dass der Bursche... Red weiter, Mary. Der Spielplatzkacker ist? Oh, du warst doch so nah dran. Nein, Mary, der Bursche wäre dann mit Sicherheit Kid Danger. Seht ihr? Okay, wir haben hier wirklich ein super Problem an der Hacke. Richtig. Wie vermitteln wir Jasper, sich von Spielplätzen fernzuhalten? Ich war's nicht, kapiert? Ah, oh, hallo, guten Morgen, holder Jüngling. Ja, guten Morgen. Also ich kann das nicht. Was habt ihr denn vor? Wir haben folgenden Plan. Du wirst dich auf die Treppe stellen, wir werfen einen Basketball zu dir, der trifft deinen Fake-Arm und du tust so, als wäre er gebrochen. Das ist viel witziger als Charlottes Idee. Okay, aber was ist, wenn der Ball mich nicht trifft? Und Pause. Wir sind Katapultiermitglieder von Swellview. Seid gegrüßt. Ja, so ist es. Wir sind große Katapultierer. Und das ist unser Trebuchet. Was zur Hölle ist denn hier bitte los, Leute? Wir sind die Swellviewer Katapultgesellschaft. Das stimmt. Wir sind die Katapultierer. Würden Sie bitte woanders katapultieren? Die Schüler müssen in die Klassen und den Lehrern weismachen, dass sie ihnen auch zuhören. Wollen Sie einen Basketball schleudern? Natürlich, aus dem Weg mit Ihnen. Halt, das ist aber kompliziert. Ach, sei still, Leonardo. Ich habe Trebuchets schon oft im Unterricht benutzt. Naja, aber Sie sollten vielleicht vorher noch... Sie mich einmal... Feuer frei im Flur! Ich bin nie hier gewesen. Geht's wieder? Nein, 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 Vorsicht! Charlotte hat mir meinen echten Arm rausgerissen. Da, seht mal. Wenn ich das nächste Mal da bin, werde ich einen Gips tragen. Der Arm ist falsch. Das ist ein Fake-Arm. Der ist nicht echt. Was, wieso hast du einen Fake-Arm? Und was versteckst nicht, was du da? Meinst. Oh, hey, hey Piper, ich verstecke überhaupt nichts. Mit dir stimmt doch was nicht. Hey, du hast ja einen gebrochenen Arm. Gibt's doch nicht. Oh Mann, Henry Hart ist Kid Danger. Wie ist denn das möglich? Das gibt's doch nicht. Ja, das ist sehr viel besser als mein Plan. Okay, heute gibt es hier so einige Spekulationen. Weil ich einen gebrochenen Arm habe, haltet ihr mich für Kid Danger. Aber tut mir leid, ich bin nicht Kid Danger. Aber ich bin der Typ vom Spielplatz. Ach, dann bist du also Kid Danger und der Spielplatzkacker? Was? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein. Ich bin nur der Kacker vom Spielplatz. Gut, so, das ist Witz. Woher hast du den Vogel? Das ist unser Klassenpapagei Otto. Und ich soll ihn übers Wochenende betreuen. Oh, na wie geht's denn, Kumpel? Mein Name ist er. Ja, angefasst zu werden mag er nicht. Mag er nicht? Er kann also sprechen? Weißt du, er schnappt ab und zu ein paar Wörter auf und wiederholt sie manchmal. Otto, sag, Jasper hat einen tollen Schnurrbart. Einen tollen Schnurrbart? Hey, das ist ja toll. Ich hol schnell das Vogelfutter aus meinem Wagen, denn ich habe einen Führerschein. Aber so durch ein Versehen. Du das immer. Wissen wir bereits. Wir müssen jetzt weiter Geschichte lernen. Was? Was soll die Vergangenheit? Wir haben doch hier einen sprechenden Vogel und einen Bart in der Gegenwart. Weißt du was? Es könnte aber auch einen Bart in deiner Zukunft geben. Ich lass mir einen Bart wachsen? Ja, dann hast du einen Bart als Henry Hart und als Kid Danger. Also wenn ich einen Bart hätte, dann wäre ich bestimmt Man Danger. Ich krieg Gänsehaut. Hey, seid lieber still. Warum? Was ist, wenn Piper reinkommt und Otto gerade sagt, Henry ist Kid Danger? Henry ist Kid Danger! Henry ist Kid Danger! Henry ist Kid Danger! Seht ihr? Und genau das sollte nicht passieren. Du brauchst jetzt einen Vogelklon. Was? Kannst du das hinbekommen? Ja. Er kann's hinbekommen. Brauchst du eine Feder? Ja. Er braucht eine Feder. Ich besorge eine Feder. Gut, bring uns
kurz eine Feder, Schwutz klont den neuen Vogel, der von nichts weiß. Wir killen den alten, aus alt macht neu, badabum, badabing. Dann werde ich mit Jasper und Schwutz zum Baseball fahren, okay? Ja! Nein, wir killen den alten nicht. Mann, dann zieh dich vom Leder und bring uns eine Feder. Bist du bekloppt, Alter? Pantoffel, Pantöffel, du mickriger Stöffel, jetzt holt schon die Feder, sonst gibt's auch die Löffel! Sehr toll. Das sieht ja genauso aus wie Otto. Ja, das ist der Punkt, Sweetie. Ist er wirklich genau wie der andere Vogel? Hm, ja, so ziemlich. Er kann nur noch nicht sagen, Henry ist Kid Danger. Henry ist Kid Danger! Henry ist Kid Danger! Gute Arbeit, Sweetie. Hey, jetzt ist die Vogelschnüffelschlange schon da. Tja, wir hatten da ein kleines Problem mit dem Klon. Oh, aber der neue ist gerade fertig. Wir gehen gleich los. Warte mal, Augenblick, was war mit dem ersten Klon? Schwarz hat gesagt, Henry ist Kid Danger und das vor dem Vogel. Henry ist Kid Danger! Henry ist Kid Danger! Henry ist Kid Danger! Henry ist Kid Danger! Henry ist Wir Kid reden Danger. Später. Was? Nein, 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 nicht auflegen! Ist das eine Gedenkwache oder eine Bücherei? Was ist los? Ist irgendjemand da? Hey, ich hab hier eine Vogel-Schnüffel-Schlange! Henry flippt noch aus. Aber ich hab dir doch gesagt, dass schnell was schief geht, wenn man gehetzt wird. Das ist das Problem. Wir haben keine Zeit. Gib mir irgendwas, das wie ein Vogel aussieht. Mach schon! Los, gib ihm Vogel! Okay. Er ist noch nicht fertig, aber ich geb euch den Vogel. Ja, kann ich nehmen. Hey, okay, Leute. Na los, macht Platz. Bildet eine Schneise. Hey, da ist der Captain Man. Ja, und der hat den richtigen Otto gefunden. Oh. Du hast Otto gefunden? Ja, natürlich, Schätzchen. Hier ist er. Hey! Hey. Oh. Hey, was ist denn mit ihm los? War der Ärmste etwa in der Mikrowelle? Ach, na ja, weißt du, der Vogelnepper hat ihn nicht unbedingt liebevoll behandelt. Aber ich hab die Typen erwischt und hab sie verkloppt. Yeah! Ich hab sie völlig fertig gemacht. Klasse! Klasse! Otto ist wieder da, liebe Freunde. Yeah! Hey, Otto! 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 Man! Captain Man! Captain Man! Captain Man! Captain Man! Captain Man! Captain Man! Ich kann alles verkaufen. Captain Man! Captain Man! Kaut geben nun Röhr. Sieh, wo die Führer hin. Wo er dabei schaut. Muss ich es gut erwähnen, ob... Er muss gehen, mal fortsetzen. Nein, bin ich nicht. Ich meine, nein, ist er nicht.
Ich meine, nein, sind wir nicht. Wer ist dein Bruder? Der ist bestimmt ganz toll, aber der ist nicht ich. Du solltest gehen. Und Sie müssen Henrys Boss von Junkenstuff sein. Ja, genau, der bin ich. Du hast eine schlaue Schwester, Henry. Alter! Ja, das ist dein Bruder. Ich bin sein Boss. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin gleich wieder da. Moment, wie kannst du da so ruhig bleiben und wo gehst du hin? Wer weiß noch alles davon? Weiß man das? Nein. Weiß Dad das? Nein, und nein, sie wissen's nicht, okay? Du darfst nichts erzählen. Du darfst niemandem davon erzählen, weil es nämlich keiner weiß. Henry, du und Ray müsst aufhören im Pausenraum. Charlotte! Piper? Du hast gesagt, dass es sonst keiner weiß. Ich weiß es nicht. Ich weiß von gar nichts. Ich wach gerade auf und stelle fest, das ist nicht mein Zuhause. Wo bin ich? Okay, na gut, Charlotte weiß es und sie ist eine miserable Lügnerin, aber sonst weiß es keiner. Hey, Henry, der Paketdieb war dein Dad. Hi, Piper. Zieht euch meine gefakte Augenbraue rein. Oh Mann, was macht Piper hier? Jasper weiß es auch? Okay, ja, Jasper weiß es und Charlotte auch, aber das sind alle. Auf die Röhre! War das unser neuer Nachbar aus Deutschland? Naja. Denn der sieht auch aus wie unser italienischer Kellner. Ja, also, witzige Geschichte. Und wie der Kerl, der durch unsere Decke krachte und auf den Kopf landete. Ja, er war jeder von denen. Okay, und bestimmt auch noch ein paar andere, an die ich mich jetzt nicht erinnere. Warte kurz. Was ist Schwartz? Deine Schwester ist in der Menüle. Ich glaube, dass sie mich gesehen hat. Ja, ich weiß, dass sie dich gesehen hat. Komm sofort zurück. Klick. Klick. Oh, sehr gut. Alle sind hier. Hat sonst noch jemand Geheimnisse, die er Henrys kleiner Schwester anvertrauen will, bevor ich den Spaßstab anstelle? Wow, wow, wow. Was ist ein Spaßstab? Oh, guck dir doch einfach den Lauf an, dann zeige ich's dir. Alter, du kannst nicht einfach ihr Gedächtnis löschen. Ja, stimmt. Dafür brauche ich einen Gedächtnislöscher. Wo finde ich wohl einen? Oh, sieh nur, hier ist einer. Niemand wird sich an meinem Gedächtnis vergreifen. Ich denke, das sehe ich anders. Weg von mir. Es muss einfach sein. Lass ihn los. Nein! Ich bin raus! Alles okay? Sind deine Erinnerungen weg? Ich glaube nicht. Sind deine weg? Mir geht's gut. Ich weiß, wer ich bin. Und wie geht's dir? Es geht mir gut. Aber wer seid ihr überhaupt? Henry? Ja. Steig schon in die Kapsel. Ich steige. Na dann, Leute, schön cool bleiben. Wir haben eine wichtige Aufgabe und ich will, dass er in 45 Minuten sein Gedächtnis zurück hat. Nein. Los geht's, Leute. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Dieses Schiff ist total mega. Machst du andauernd solche Sachen? Nicht andauernd, aber etwa einmal die Woche. Ich passe es nicht, dass du hier bist. Du gibst Jasper den Auftrag, mich nach Hause zu bringen. Was hattest du denn erwartet? Leute? Du bist nicht dafür ausgebildet, Piper. Das ist nicht in Ordnung. Oh, aber du bist es, ja? Oh, ja, das ist es. Ist es in Ordnung, seine Familie anzulügen? Oh, ja. Du findest nicht meine pinke Taste. Oh, woher soll ich wissen, welche pink ist, also, Piper? Also, die sind alle pink. Kirsche. Die sind alle pink. Ich kann das den ganzen pink. Tag alle hey, ihr zwei! Was? Was? Ihr seid beim Hippocampus. Notbremse ziehen. Nein, Piper, tu es nicht. Nein. Sie haben das Ziel erreicht. Oh. Woher wusstest du, Woody? Ich weiß, was eine Notbremsung ist. Ich habe einen Führerschein. Ist mir bekannt. Wir verstehen. Sogar ich weiß das. Schwartz, das muss ich doch irgendwie reparieren lassen. Ja, das geht, aber dafür müsstest du aus der Kapsel steigen und den Schlauch wieder reinstecken. Alles klar, wie machen wir das? Henry, jetzt zieh den Anzug an und kletter aus der Kapsel. Ja, klar. Naja, ich passe da rein. Nein, du gehst nicht aus der Kapsel raus, Piper. Ende der Geschichte. Ja, diese Geschichte ist lahm. Ich gehe da jetzt raus. Nein, wirst du nicht. Schwartz, kann ich die Kapsel irgendwie ohne den Anzug verlassen? Ja, na klar kannst du. Schön. Aber dabei wirst du draufgehen. Da! Henry, dann lass deine Schwester rausgehen und die Leitung reparieren. Nein, das ist zu gefährlich, okay? Ich bin der Sidekick und ich riskiere mein Fertig. Leben. Fertig! Was? Hab's repariert. Lass uns fahren. Hast du im Ernst den Schlauch repariert? Das wäre beeindruckend. Leiten Sie mich schnell hier raus, Schwartz! Okay, ihr habt nicht genug Zeit, um zu Rays Ohr zu kommen. Ihr müsst durch ein anderes Loch raus. Aus dem, was riecht. Oh, ganz sicher nicht. Ja, dazu sage ich eindeutig nein. Ich meine doch seine Nase. Oh ja, durch Nasen zu steuern könnte ich den ganzen Tag. Pick up, wenn ich es sage, dann könntet ihr es schaffen. Verstanden. Okay, rutsch rüber, Piper, ich übernehme. Links! Rechts! Links, rechts, links, rechts, rechts, rechts! Das macht Spaß! Links!
Ich hasse es! Und jetzt stopp! Guck mal vorne in den Lauf. Alter! Oh, was? Lass ihr Gedächtnis in Ruhe, spinnst du? Ja! Ich bin der einzige Grund, wieso sie es wieder haben. Und du bist auch der einzige Grund, wieso es überhaupt gelöscht wurde. Also sind wir quitt. Zeig ja nicht mit dem Finger auf mich. Was wollen Sie dagegen machen? Dein Gedächtnis löschen. Nein, das ist sicher nicht. Sein lassen. Die nein, sicher nein, sicher nein, sicher nein, wenn du es weiter drauf nein, kann ich gerne machen. Los. Oh, was ist das? Du bist ja wirklich Kid Danger. Ich wusste es! Henry Prudence Hart. Ich weiß, ihr seid bestimmt sauer auf mich, weil ich euch angelogen habe. Wir sind so stolz auf dich, mein Sohn. Krasse Wendung, Mom. Du bist ein Superheld, mein Sohn. Abgesehen von Schauspieler ist dieser Beruf der wichtigste auf der Welt. Dann seid ihr wirklich nicht böse? Auch nicht wegen der Schule? Ha, doch, darüber sind wir schon böse. Dafür bekommst du eine Menge. Okay, ich bring uns mal aus der Schusslinie. Dann sind die Höhlenmenschen also doch echt? Ja, und weder einer meiner Freunde noch in der Manhöhle geht einer ran. Das heißt, Ray hat sicher Probleme. Dein Boss bei Chunkenstuff? Ja. Er ist Captain Man. Nein, Schätzchen, wenn Henry Kid Danger ist, dann ist Captain Man ganz klar Jasper. Nein, wenn ich ehrlich bin, Mom hat recht. Und ich denke, ich muss zu ihm, weil irgendwas Schlimmes passiert gerade. Dann geh! Ich lasse euch sicher nicht allein mit diesen wütenden Höhlenmenschen. Henry, wir können auf uns selbst aufpassen. Ich bin Kid Danger's Daddy. Du hältst sie falsch rum. Jetzt ist sie auf dem Kopf und falsch rum. Was? Na ja. Henry, wir schaffen das. Geh und rette Swellview. Danke. Und Henry. Ja? Wir haben dich lieb. Ich euch auch. Ich hab's nicht gesagt. Okay. Aber ich hab dich auch lieb. Weißt du, ich dachte, meine Höhlenmenschen erledigen dich in deinem Haus. Aber jetzt bin ich froh, dass du hier bist, Kid Danger. Hey, Hinschmeißer, wenn du deinen Job nicht zurück willst, wieso trägst du denn deine Uniform, ha? Ich wollte, dass mir meine Eltern glauben, dass ich Kid Danger bin. Also, ich bin froh, dass... Du hast es deinen Eltern erzählt, du bist gefeuert. Ich hab schon gekündigt. Also, Kid Danger, ich bin froh, dass... Hast du ihnen auch gesagt, dass ich Captain Man bin? Nein, meine Mom hat es irgendwie erraten. Deine Mom? War sie beeindruckt? Mein Dad dachte, du wärst Jasper. Was? Haltet ihr jetzt die Klappe? Ich finde das wirklich amüsant. Hat euch schon mal einer gesagt, dass euer Hin und Her echt witzig ist? Okay. Denk nach. Ich denke nicht. Charlotte ist die, die denkt. Warte kurz. Charlotte kann denken. Wenn Charlotte hier wäre, würde sie sowas sagen wie... ich weiß nicht, Leute, das sieht echt übel aus. Dann würde ich sagen, wow, Charlotte, das ist nicht sehr hilfreich. Und Schwartz würde sagen, ich habe da ein Gerät. Und ich dann, cool, Schwartz, was kann dieses Gerät? Und Ray dann so, ich kenne ein Gerät, was das hinkriegt, meine Faust. Und Jasper würde sagen, ich kenne ein Gerät, das mir die Haare kämmt. Und Piper darauf, Jasper, das ist ein Kamm. Und ich dann so, Leute, konzentriert euch. Drax ist wieder da. Er hat Ray in die Vergangenheit geschickt. Und er hat Bose und Schwartz entführt. Und er will die Erinnerungen in 12 löschen. Und ich drehe durch, Leute. Ich drehe hier durch. Und Charlotte bestimmt so, es wird alles wieder gut. Warte, Charlotte, ich versuche hier. Ihr seid wieder da.